Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Petrompe8109 und heute sind wir unterwegs mit ET 22002. So, erstmal hier die Maschine mal aufrüsten. Zack, zack, zack. Kompressors an. Zeige ich euch das gute Maschinchen mal von draußen. Und zwar kam jetzt ein neues TEDEC-Update, TD2-Update. Und dadurch, dass ich ja jetzt seit kurzem auch Unterstützer bin, also ich habe den Simulator mit ein bisschen Geld unterstützt, habe ich jetzt die Privilegien, zum Beispiel wie neue Skins, wie die ET22002 Skin, bisschen früher auszuprobieren. Worauf ich richtig scharf bin, was noch kommt, da reden wir aber später noch drüber, ist die ST44. Das wird nochmal richtig geil. Und ET22002 ist einer von den neuen Skins. Und ja, da läuft der Fahrdienst leider. Und wir schreiben ihm mal ganz kurz, was wir haben wollen. Also, wir haben ET22 TNE. TN. Machen wir mal TWR UN 1202 UN 1965 UN 1965 VMAX 90 und RJ eine Stunde. Damit er schon mal einen Fahrplan basteln kann. Ich habe ihn jetzt also gesagt, wir sind in der ET22, wir fahren als TNE, wir haben Gefahrgut 1202 Diesel bzw. Heizöl und Propangas, VMAX 90 und Fahrplan geht eine Stunde. So, sieht man ja auch, wie das Licht so ein bisschen durchscheint. Sieht er das? Finde ich geil gemacht. Wichtig ist auch jetzt, wir müssen uns den Zug noch einstellen, die Bremse. Wir fahren mit 15 oder 50 Tonnen, das bedeutet, die ersten 5 Wagen müssen in G. Also der muss schon mal in G, in Tovarove. Und warum ist der leer? Der ist beladen. Also muss man auf beladen stellen. Sehr amüsant. Sonst stand der immer richtig. Dann müssen wir ein bisschen auf die andere Seite gehen. Ja, Tovarove und beladen, sehr gut. Den kann ich nicht umstellen. Der hat Schienen geladen. Der ist leer, das weiß ich. Der steht auf Tovarove, das ist richtig gut. Den und den können wir nicht umstellen. Und dann sind schon mal die ersten 5 in G. Dann haben wir hier 301202 Diesel oder Heizöl. Die müssen wir alle auf Personenzug umstellen. Und hier hat es wohl auch richtig geklappt mal. Die sind doch eigentlich beladen, oder nicht? Oder bin ich blöd? Die sind, glaube ich, beladen. Nur mal auf beladen. Genau, 23,1950 Propangas gemischt C. Meistens, weil ich tue es meistens in München transportieren. Neuer Fahrdienstleiter Fahrplan erhalten. Warte mal, ich muss mal schauen. Grünhoff, Suschek, 10:09. Ja, der passt. Der passt. Von Tomislav, Belchow, Gutkovo, Grünhoff, Rutschika. Yes. Sehr gut. Wir sollen ja noch eine kleine Runde am Morgen drehen. Wie gesagt, diese Woche ist mal TEDEC dran mit zeigen, mit den neuen Sachen. Ist auch wieder auf leer und oh, übrigens, was hier G und P in Deutschland ist, ist hier, also Güterzug, Personenzug, ist hier Ossobovi rechts und Tovarove links. Ja, nur mal so als Information. Und ja, man merkt auch was in der Bremswirkung. So, der zum Beispiel ist auch lustig, der ist auf Tovarove eingestellt.
Dann müssen wir auf unser Profi einstellen. So, auf Personenzug. So. Sind wir fertig. Sehr gut. So, wir warten jetzt leider, dass wir fertig sind zur Abfahrt. Und dann schauen wir, dass wir uns in die. Ah, da ist schon frei. Schauen wir mal schnell. Schauen wir mal schnell, ob er den richtigen Fahrplan uns gegeben hat. Stationik. Ja, TME hat er eingetragen, aber ohne TWR. Das sehe ich in Stationik. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Das hätte er besser machen können. So, Ausfahrt mit 60. Grün, gelb, gelber Lichtstreifen. 60. Kriegt noch ein Doppelplus. Also es geht von Tommisloft zweigleisig über Belchow nach Gutkovo. Gutkovo haben wir einen PT und fahren dann über Krnov nach Suschek rein. Das Coole ist jetzt auch, hört mal genau hin. Das haben sie jetzt auch geändert. Außen hört sich das jetzt anders an wie innen. Die haben die Modelle überarbeitet, den Sound, aber auch das Fahrverhalten, vor allem von der SM42. Da hört man das richtig schön, das Brummen, finde ich richtig geil. Da schlängelt sich unser Gemischtgüterzug, der aus dem Bahnhof raus. So, wir könnten noch. Wo haben wir es denn? Genau, Instrumentenlicht an. Und ich hab's. Gesagt, habe ich mich letztes wieder unterhalten. So eine Trailer war zwei Tasse wäre echt nice. Übrigens, diese 90 km/h am Fahrplan, ja, sind auch zur besseren Fahrplangestaltung gemacht. Ja, ich könnte mit dem Zug natürlich auch 100 fahren, aber natürlich, dass es auch ein bisschen Fahrplanreserven zu haben, bestelle ich mir die Fahrpläne meistens auf 90. Das wird übrigens in der Realität auch so gemacht. Du kannst dir einen 100er Fahrplan oder 120er Fahrplan geben lassen und tust die Fahrzeiten auf 100 beschränken. Also wir fahren jetzt über Belchow und Gutkovo, Krnov nach Suschek, genau.
Schön mit der PKP-Gardine. Ich find's lustig. So, 100 Ankündigung. Ja, gleich kommt die nächste Szenerie. Bellshow. Ist aber lustig, wir haben ja so eine kleine Discord-Gruppe. Und da kommt jetzt immer einer vorbei, der ist Pole, der heißt Gala. Er ist echt cool. Und ich werde aber immer schmerzlich daran erinnert, wie falsch ich doch immer die ganzen Stationsnamen ausspreche. Das ist dann immer lustig, wenn es da Nachhilfe gibt in polnischer Sprache oder die Korrektur der Namen, dann schreibe ich dann immer in den Discord-Channel rein polnisch Nachhilfe oder polnischer Sprachkurs. Oh, schnell mal einen Schluck Red Bull trinken zum Frühstück. Ich werde es übrigens auch so machen, dass ich habe jetzt fast jeden Dienstag frei, weil ich ja jeden Dienstag Nachmittag mit meinem Sohn zum Fußball gehe. Weil Dienstag ja meine Frau arbeiten muss. Deswegen bin ich Dienstag immer zu Hause, deswegen habe ich jetzt Dienstag früh immer Zeit, Videos für euch zu machen. Wenn Montag kein Video kommt, dann kommt eigentlich immer mindestens jetzt eins mit euch. Ich will mindestens jede Woche ein, zwei Videos sind. Huhu, da drüben. Ich winke zurück. Ich wollte eigentlich auch das Stachelipovo fahren, aber da ist wahrscheinlich so viel Verkehr gerade wieder mit Güterzügen, dass ich das definitiv noch kommt. Wenn nicht, fahren wir durch Stachelipovo, wenn Spanky fährt. Wenn Spanky Fahrtnetzleiter ist, aber das ist jetzt so eine, wie soll man das sagen, überdimensional genutzte Szenerie. Hören wir uns mal an. Kriegt da gleich mal ein Plus hier. Schauen wir mal. Wir sind ein bisschen zu spät, aber das ist ja nicht schlimm. Vielleicht eine Minute oder so. Boah, wir haben... Es gibt hier auch einen in Train Topher 2, der heißt Roter Barbare. Und da haben wir letztens auch am Abend wieder so Stellwerksabend gemacht. Das ist Spanky, Chrisse und ich. Und dann hat er sich einen Fahrplan geben lassen. Einen Regionalzug Fahrplan mit Halt an jeder Gießkanne und ein Gewicht von 500 Tonnen. Und dann ist er bis zum nächsten Bahnhof gefahren und hatte schon 4 Minuten Verspätung. Und dann haben wir ihn erstmal 6 Wagen abgehangen. Die sind dann mit Chrisse als Diesellok dann erstmal in meine Station gekommen. Und 3 Stunden später kam dann der rote Barbare in meine Station. Und dann haben wir gescherzt, die Wagen waren schon vorher da wie er. Nur, das haben wir 100. Sieht so aus, grün blinkendes Licht am Einfahrtsignal heißt Ausfahrt mit 100.
Es sind auch relativ junge Fahrdienstleiter jetzt unterwegs. Also hier ist Tommy ist auf Level 3, Bell schon Level 2. Ja, da ist der Fahrdienstleiter. Genau, 100. Von außen hört sich echt anders an. Echt cool. Gefällt mir. 2 Minuten Verspätung haben wir. Bin ich gespannt, ob wir einen guten Kurve dann halten müssen oder. Oder ob er mich in Good Kobo doch durchbringt. Bin gespannt. So, mit genüsslichen 90 geht's dahin. So. Aber relativ lange Szenerie. Was ich euch definitiv auch noch zeigen will, ist SES Bücki. So, dann geht's rüber nach Good Cover. Von der Seite, die wir kommen, müsste das sogar SBL sein. Kommt, glaube ich, von Gutkovo KG. Schauen wir, wie der Fahrdienst uns reinnimmt. Also lustig, wenn du auf das Ende der Welt zufährst. Deswegen ist es immer lustig, wenn es wirklich mal ohne Ladezeit geht, dann merkst du fast gar nicht, wenn du von einer Szenerie in die nächste fährst. Übrigens, wenn ihr mal auf meine Zugnummer schaut, oben rechts, erkennt ihr vielleicht was Bekanntes. Ah, schon wieder der.
muss sagen, Gut Kovo ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was mich an Gut Kovo nur nervt, ist halt diese komische SBL, die übers SPK gesteuert wird. Das ist so ein bisschen mein. Finde ich so ein bisschen blöd. Und da finde ich die SBL übers SCS deutlich besser. Wie oft hat er ein Timeout? So, wenn der Fahrdings mich so reinlässt, so ein gerades Gleis, dann weiß ich ganz genau, dass er mich weiterlassen will. Zum Beispiel ich als Fahrdienstleiter, wenn ich wüsste, dass ich den nicht sofort weiterkriege. Ich würd mich nie ins Durchgehende stellen. Nie. Also stell dir jetzt mal vor, gut, es sind jetzt nicht so viele Züge unterwegs, okay. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt vielleicht hier, der hat Störungen auf der eingleisigen Strecke, hat verspäteten Zug, dann stehe ich hier im Weg, dann will er vielleicht einen Express durchfahren oder so. Und dann stehe ich ihn einfach dumm im Weg. Deswegen, wenn ich nicht weiß, dass ich den Kollegen gleich weiterfahre, dann nehme ich ihn auf die Seite. Weil ich muss sowieso jetzt mit 40 rüber, ob ich davor auch nochmal 40 fahre, ist mir ja relativ eigentlich. So. Genau, wir sind jetzt wie gesagt in Gut Kovo und haben jetzt planmäßig PT bis 9:45 Uhr. Wüsste zwar nicht, was da jetzt kommt, aber schauen wir mal. Stationik. Oh, sind ein paar mehr Leute unterwegs, okay. Mhm.
Deswegen wahrscheinlich von Thomas Love über Gutkovo. Ja. Kann natürlich sein, dass der da über die Eingleise gekommen. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Geht schon weiter. So. Fahren wir mit 5 Minuten Verfrühung weiter. Nice. Nächstes Mal die Ausfahrt von hier draußen. So sehr, dass gleich mal wieder den, dass ich gleich mal wieder zu viel Gas gebe mit der Gun. Ich vergesse immer, dass die halt auch ein bisschen, wie soll man das sagen, Feingefühl braucht. So, jetzt sind wir wieder eingleisig unterwegs. Jetzt geht's gut Kovo raus über die eingleisige und dann nächster Halt, also nächster Bahnhof ist dann Krönow. Krönow kann ich auch Leuten empfehlen. Das ist ein Bahnhof, den man mit relativ niedrigen Level spielen kann. Ich glaube sogar mit Level 2. Der hat drei Ausgänge, aber einen riesigen Rangierbereich. Voll geil. Also. Muss ich echt sagen, das macht richtig Laune zu spielen. Ja, ich weiß schon, ihr freut euch auch über die neuen Skins, ich weiß schon. Schau, wie die sich alle freuen über die neuen Skins von Trendover 2 hier. Hui! Ah, geil, hörst du so gedimmt jetzt da drin, dass dieses. Die Chuvak. Deutsch für den Receiver dazu sagen. Also, TD2, muss ich sagen, wird immer besser. Da steht ein Kreuz. Gründorf werden wir wahrscheinlich auch nicht ohne Ladebildschirm erreichen, weil Gründorf halt doch ziemlich groß ist.
Sag ich doch. Und Grünhof müssen wir, glaube ich, auch von der Geschwindigkeit runter, weil da gibt es keine Durchfahrt vom elektrischen in den elektrischen Bereich, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Sag doch, Grünhof dauert mit Laden. Wir könnten aber Glück haben, dass wir von Grünhof nach Suscek ohne Dings fahren, weil Suscek ist dann im Catch drin. Leider 40 Kilometer und 2900 Meter. Also. Aber wir dürfen wenigstens 70 fahren. Suscek, ich muss mal kurz schauen, was da überhaupt real ist. Das möchte ich euch eigentlich auch immer mit auf den Weg geben. Was ist jetzt los hier? Ah, Belchow ist auch eine real existierende Szenerie, okay. Auf jeden Fall, Belchow ist wie gesagt, eine real existierende Szenerie. Wir fahren nicht 84, wollte schon sagen. Das ist eine real existierte Szenerie. Tomislav nicht, Gutkovo auch nicht. Grünhof glaube ich auch nicht. Aber Suscek gibt es nicht mehr, gab es aber früher. Und es lag früher an der Strecke zwischen Pecina und Zori. Da in der und war früher wirklich zum Kohleabbau, ja, da war ein Kohlebergwerk gewesen. Die Strecke ist heute abgebaut, die gibt es nicht mehr. Die gibt es ja nur noch im Simulator. Achso. Nur da wir jetzt natürlich ein bisschen zu früh sind, kann es sein, dass wir noch keine Durchfahrt kriegen bis zum Check. Das muss man mal schauen. Easy peasy. Easy peasy. Entweder spawnt er oder. Oder der. Kommt zu schnell rein. Aber ich glaube, der spawnt. Ja. Übrigens, wenn es so ruckelt und stehen bleibt, ne, liegt es nicht an mir, sondern es liegt halt am Spiel, weil da die ganzen Leute jetzt reinkommen. Ja, ein Kavi C6 ohne Fahrplan, genau. Thank you.
Mei, oh mei, oh mei. Mei, ruckt es. Ah, ich wette, die haben jetzt wieder Performance-Probleme. So ein bisschen wegen den ganzen eingeladenen Fahrzeugen. Das hatten sie nämlich schon mal nach einem Update gehabt, dass sie Performance-Probleme hatten. Und dass dann einem gesagt wurde, man sollte bitte die Auto-Exec-Dateien nicht mehr nehmen. Und ich weiß, Grünhoff hat haufenweise abgestellte Fahrzeuge. Na, man kommt von der Seite. Ich muss sagen, fiktive Szenarien sind schön, gibt es viele schöne, aber ich finde natürlich geil, wenn du sagen kannst, du hast eine schöne Szenerie, die natürlich auch real ist. Ah, Ausfahrt Hammer. Sehr gut. Ein bisschen angleichen. Keine Ahnung, was die schon wieder schimpfen da drüben. So, sind wir Grünhof schon durch?
fühle mich wieder auf dem Weg nach Passau. In Passau damals mit der SOB immer auf, das waren glaube ich auf dem Weg nach Passau waren es über 105 Tafeln. Wenn du das alles nach Vorschriften machst, hast du auf einer Tour dann 300 Sekunden gepfiffen. Die eine, hat die gerade YMCA getanzt oder sah das bloß aus? Ah, genau, du hast ja jetzt da unten noch so ein Blocksignal. Das gab's ja früher gar nicht. Das Blocksignal gab's früher gar nicht hier runter. Auf jeden Fall wüsste ich da nie was davon. Geht auf jeden Fall einen Daumen hoch. Aber Rutschka-Produkt nach Suschek, da müsstest du doch aber, jetzt frage ich mich, da kommst du doch aber, wenn du 60 hast, kommst du da nicht von der anderen Seite? Hier, normalerweise hättest du doch da 30. Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen bremsen, wir sind ein bisschen zu schnell. Und schon wieder auslösen, damit wir auf den 60 landen. Ah, schau, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, wenn die Szenerie gleich vollständig geladen ist. Weil ihr seht, das Gleis ist schon da. Das müsste jetzt ohne Ladebildschirm rübergehen. Genau. So, noch hier erfolgreich geladen. Zack, und so sieht es aus, wenn es ohne. Aber wir enden direkt in Suschek Bahnhof, nicht im Kohlebergwerk.
So. Das finde ich aber sehr gut, dass wir nicht in die Kopalja, also in das Kohlebergwerk einfahren, weil mit so einem Gemischtgüterzug wie wir gehören wir eigentlich nicht ins Kohlebergwerk. Haben jetzt 30, aber nicht die ganze Zeit. Wie gesagt, ich glaube, Suscheck wollte ich mit euch auch noch mal spielen. Genau, zur Copaya oder Copalina heißt, glaube ich, geht's hier rüber. Das ist hier Rutschitska. Der hat hier insgesamt auf der ganzen Szenerie hat der 4 Pulpits. Zwei jeweils Fahrdienstleiter und Weichenwerder-Seite für die Copaya, also für die Coole wieder. Und dann hat er eins für Rutschitschka und eins für den Bahnhof Suschzig selber. Eigentlich wollte ich von hier aus starten, aber naja. Was nicht sein soll, soll nicht sein. Oh, die Schatten für die, oh geil. Nice. Ist mir bis jetzt auch noch nie in TD2 aufgefallen hier. Hier hast du, glaube ich, noch einen Haltepunkt dazwischen. Wenn du als Osobovi fährst, dann musst du da halten. Wir werden auch mal zusammen SM42 irgendwann mal fahren, weil die SM42 hat sich auch verändert in ihrer Fahrweise. Genau, hier ist noch ein Haltepunkt.
So, und dann lässt uns schon wieder uns durchgehen, anstatt auf die Seite zu fahren. Okay. Genau, jetzt sind wir am Bahnhof Soest. Das Bremsen will ich noch anhören, wie sich das anhört. Ich bin begeistert. So Leute, ich hoffe euch, dieser Ausritt mit dem neuen Skin der ET22 hat euch gefallen und auch das neue Update wird euch gefallen. Und somit verabschiede ich mich bei euch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Betrogen bei 819 sagt ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.